Da haben wir hier eine Boudin Noir, das ist eine französische Blutwurst. Der Unterschied zu uns in Deutschland ist es, dass die sehr fein ist und keine Grieven beinhaltet, wie man es jetzt von der deutschen Blutwurst kennt. Jetzt kommt ungefähr die gleiche Menge an Butter dazu und dann schlagen wir das Ganze im Schlagkessel auf. Jetzt haben wir hier unseren Majoran, der super zur Blutwurst passt. Hacken uns den fein und geben den mit dazu. So, das kommen wir in den Aufschlagkessel hinein. Und jetzt brauchen wir natürlich für die Bindung, wir haben ja jetzt viel Fett in der Masse drin, brauchen wir noch das Semmelmehl. Das geben wir ebenfalls mit dazu. So, jetzt haben wir die Masse schön aufgeschlagen und danach kühlstellen. Durch die Butter wird die Masse natürlich fest und dann kann man die schön mit dem Messer dann portionieren und runterschneiden. So. Das legen wir jetzt in die Kühlung. Und wie gesagt, durch die Butter zieht es. Alle Gastgeber und Rezepte unter www.topfgucker-tv.de.